Die 100. Folge ist Geschichte. Herzlich willkommen zur 101. Folge von Pokémon Blood and Platinum hier mit Wolverus. Und es ist passiert. It fucking happened. In der letzten Folge. Wir gucken ins Menü. Wir gucken auf Pokémon. Und yes! Wir haben das Black Mewtwo. Und wie ihr sehen könnt, ich habe es auch direkt mit der Hirntafel versehen. Denn die versteckt Psychoattacken. Yeah, baby! Einziges Problem ist, dass, Mewtwo hat hier noch keine starken Attacken. Der einzige Angriff überhaupt ist Psychoklinge, Amnesie, Krafttausch, Schutztausch. Das ist alles, was ich niemals benutze in Kämpfen. Jetzt kommt aber Folgendes. Und zwar habe ich jetzt, mein Team ist jetzt fast vollständig. Ich habe mein Empoleon, mein Wasser-Pokémon, ich habe mein Marshmallow, mein Kampf-Pokémon, ich habe mein Cherox, mein Käferstahl-Pokémon und Flug. Ich habe mein Tanupto, mein Feuer-Pokémon. Jetzt habe ich mein Mewtwo, mein Psycho-Pokémon. Brutalanda ist ja nur unser VN-Vieh. Wird noch ersetzt durch ein Donner-Pokémon. Ich habe auch schon eins in... Ich weiß auch schon welches. Keine Ahnung, sehr grimm, wann wir es finden, etc. Aber Brutalanda brauchen wir ja eh noch ein bisschen. Aber es wird auf jeden Fall noch ein Donner-Pokémon sein, das mein Team unterstützen wird. Und dann, wie ich ja schon öfter mal gesagt habe, ich hätte ja eigentlich auch noch sau gerne Boden-Pokémon. Sowas wie Geowatz. So. Geowatz wird allerdings nicht mehr in das Team reinpassen, denn das Donner-Pokémon brauche ich viel dringender. Jetzt habe ich aber mein Mewtwo. Und jetzt werde ich was ganz Besonderes machen. Ich werde nach 100 Parts zum ersten Mal eine TM verwenden. Ja. Und zwar Erdbeben. Ich liebe Erdbeben. Einer der stärksten Attacken überhaupt. Naja, wenn nicht sogar die stärkste überhaupt. Das ist sogar 10-mal einsetzbar. Stärke 100, Genauigkeit 100. Und diese TM bekommt jetzt natürlich niemand Geringeres als Mewtwo. Denn so kann ich eine der drei schwachen Billigattacken, die kein Mensch braucht, austauschen. Zum Beispiel die Spezialverteidigung erhöht sich deutlich. Ja, das ist ja noch ganz okay. Allerdings das hier zum Beispiel finde ich total unnötig und das hier auch. Deswegen werde ich jetzt erstmal Schutztausch machen. Und 1, 2, 3, schwupp. Mewtwo und Schutztausch vergessen und Erdbeben erlernen, was absolut episch ist. Und jetzt haben wir damit auch schlicht und einfach das Pokémon, das meine Bodenattacken kann. Jetzt habe ich ein Psycho-Boden-Pokémon quasi, das ist so geil. So, was haben wir hier noch? Anzahl der Bände? Was ist das denn bitte? Naja, Pokémon-Index? Fragezeichen, das ist auch interessant. Jetzt würde ich ihm gerne noch was anderes beibringen, aber ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich was, was eine starke Attacke ist, glaube ich. Also Verhöhner, Eisenschweif und so, Rückkehr, Schaufler, das sind alles so Sachen, Spuckball vielleicht noch, aber nee. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, brauchen wir jetzt eigentlich nicht, oder? Und deswegen warten wir einfach noch, bis wir die ganz starken kriegen, weil Mewtwo bringe ich dann nämlich noch Blizzard bei. Dann habe ich nämlich auch noch eine Eisattacke, die mir nämlich auch noch fehlt. Deswegen warte ich, bis ich Blizzard kriege. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ja, ansonsten möchte ich gar nicht sagen, Erdbeben und Psychoklinge reichen mir völlig. Und damit machen wir genau da weiter, wo wir bei Folge 99 aufgehört haben, nämlich in diesem Bett. Und jetzt werden wir hier erstmal weiter durchmarschieren. Allerdings möchte ich jetzt hier nicht nochmal komplett durchlaufen und hier die ganzen Pokémon bekämpfen. Denn ich möchte jetzt wirklich schauen, dass ich vielleicht noch in der Folge nach Blizzard komme. Deswegen werde ich da jetzt einfach einen Topschutz einsetzen und hier schön durchrennen. Wir haben aber auch noch nicht alle Gegner hier besiegt. Ne? Das werden wir machen und da wird jetzt Mewtwo zum ersten Mal zum Einsatz kommen. Nämlich gegen dich. Ah nein, du bist dieser Ninja gewesen, aber du, dich haben wir noch nicht. Bleib hier. Jawohl. Oh, fühl dich geehrt. Du bist der Erste, der gegen mein Mewtwo kämpfen darf. Ich zeige dir die Techniken, die man mir in der Skischule eingetrichtert hat. Ich zeige dir die mächtigen Techniken von Mewtwo. Skifahrer Raimund ist der Erste. Und es kommt ein Schneebedeck. Na, sieh mal einer an. Und hier ist es, meine Freunde. The Legendary Black Mewtwo. Ist das geil. Und Schneebedeck bekommt gleich volle Breitseite. Es kommt die Psychoklinge. Bam! Psychokinese will ich ihm eigentlich auch noch beibringen, weil Psychokinese war meine Lieblingsattacke in Blau. Die können wir dann mal durch Psychoklinge ersetzen, wenn es ist oder so. Oh, und ist das schön, Leute. Wir haben einen Black Mewtwo jetzt in unserem Team. Nach 100 Parts
haben jetzt mal so ein richtig episches Pokémon bei uns. Mit dem wir jetzt natürlich auch erstmals zumindest häufig kämpfen werden. Ich will es auch gleich stark trainieren. Und jetzt, damit wir auch gleich mal die Bodenattacke hier im Feld haben. Mewtwo macht das Erdbeben. Oh, ist leider nicht sehr effektiv. Naja, ist ja wurscht. Und da kommt der Blizzard, von dem ich gesprochen habe, den ich Mewtwo auf jeden Fall auch beibringen möchte. Dann habe ich nämlich Psycho, Eis und Boden. Und dann ist Mewtwo richtig immer... Oh nein, wir sind vereist. Das ist ganz schlecht. Und dann haben wir eben noch mein Dingsbums, was dann die Donnerattacken hat. Aber das werden wir dann sehen. Lasst euch da mal überraschen. Habe ich sowas... Was ist denn der Lava-Keks? Aha, okay. Ich wollte jetzt eigentlich nichts weiter machen als hyperheilen. Denn aus Eis komme ich gar nicht mehr raus. Und bevor mein Mewtwo jetzt hier noch in seinem ersten Kampf drauf geht, werde ich jetzt es lieber mit der Statusveränderung heilen. Und dann kann es auch von mir aus noch weiter hageln. So, jetzt werde ich gleich mal die Psychoklinge wieder auspacken. Mal sehen, ob... Naja, das wird wahrscheinlich nicht reißen. Also nicht gegen Rex Blizzard, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber schauen wir mal. Erdbeben können wir jetzt natürlich nicht nochmal einsetzen. Hoffentlich bringt es so weit runter. Oh mein Gott, ist das stark. Gut, war zwar jetzt ein Volltreffer, aber ich sag einfach mal, Mewtwo ist... Boah, 3117 Erfahrungspunkte ist natürlich auch krass nice. Und als letztes kommt noch ein Schneebedeck. Okay. Warum auch immer. Level 37? Willst du mich verarschen? Also wenn ich Mewtwo wäre, würde ich mich jetzt am Boden rollen. Tja, keine große Aufgabe für Mewtwo hier gegen Raimund. Und damit haben wir endlich mal Mewtwo live in Action gesehen. Ach, ist das schön. Aber das war es noch lange nicht. Wir gehen gleich mal zum nächsten Gegner, der da oben irgendwo sitzt. Wo genau war der? War der hier? Der war es, oder? Weil da drüben war... Ne, waren da noch zwei Gegner? Habe ich gegen den gekämpft hier? Ach, das war jetzt wieder dieser blöde Ninja. Ja, ist ja gut. Dann eben du da drüben. Mewtwo ist nur halb gestärkt. Kann sein, dass er es schafft. Kann aber auch sein, dass er es nicht tut. Und ich will nichts riskieren, dass mein Mewtwo hier drauf geht. Deswegen heilen wir es erstmal. Und jetzt hat mit Level 70 auch die meisten KP. Naja, irgendwie ja zu erwarten, oder? Hat eins deiner Pokémon die VM, um Klippen zu erklimmen? Nein. Und mehr sagst du mir nicht. Du stehst hier in einem Schneesturm am Arsch der Welt und wartest auf Leute, um die zu fragen, ob ich Kraxler hab? Mein Gott. Get a life, bitch. Okay, so, wir stapfen weiter durch den Schnee. Mal schauen, erstmal nach links und dann nach rechts. Ah, da sehe ich schon hier so einen kleinen Ninja. Hallo! Es gibt verschiedene Ninja-Clans. Gehörst du zu dem Iga- oder Kogu-Clan? Ich gehöre zum Ali-Clan. Spaß. Ninja-Junge Hyde. Okay, Hyde. Oh, Smogmog. Guten Tag, Smogmog. Wisst ihr, warum ich mich drüber freue? Weil Mewtwo hier ganz klar im Vorteil ist. Und Mewtwo wird hier mit einer Psycho-Klinge Smogmog einfach mal zerreißen. Sehr effektiv gegen Gift. Na, wenn das mal nicht Pech ist. Ja. Es hat überlebt. Da kann ja wohl irgendwas jetzt hier nicht stimmen, oder? Krass. Smogmog überlebt eine sehr effektive Psycho-Klinge? Are you kidding me? Aber wenigstens der Hagelsturm tötet es dann letztendlich. Auch nicht schlecht. So, Schleimog geht gerne so weiter gegen die ganzen Gift-Pokémon. Wie gesagt, habe ich einen riesen Vorteil mit Mewtwo. Ich finde, das sieht so cool aus. Die Tatsache, dass es das verdammte Schatten, das Black Mewtwo ist, ist so unglaublich geil. Oh Mann. Mein Gott, ich kann mich noch an die Zeit blau erinnern, als man in die Höhle gegangen ist, sich bis zum Ende der Höhle durchgekämpft hat und dann auf das Level 70 Mewtwo traf und es ganz easy mit dem Meisterball einfach nur gefangen hat. Das war eine so geile Zeit, Mann. Was hat man sich gefreut, wenn man Mewtwo hatte? Man hatte einfach das stärkste Pokémon.
Und was ist Quartel? Oder Kurtel? Quartel? Quartel. Ach, das bist du. Ja, Psychoklinge, oder? So, keine Ahnung, ob du auch von Typ Gift bist. Nö, scheinbar nicht. Siehst mir auch eher nach einem Boden-Pokémon oder so aus. Hitzewelle, okay. Also die Psychoklinge ist an sich natürlich keine starke Attacke, deswegen hätte ich auch gerne Psychokinese oder irgendwie sowas in der Art. Die sind deutlich stärker. Dann müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass wir schon sehr bald auf bessere VMs, TMs treffen. Ich probiere jetzt mal Erdbeben, einfach nur, weil es mich interessiert, was es gegen diesen Pokémon auslöst. Dürfte nicht sehr effektiv sein. Oh, es ist sogar sehr effektiv. So kann man sich täuschen. Oh, was? Und es hat trotzdem überlebt? Wie krass. Was sind denn das hier für Gegner? Das ist ja total irre. Meine Güte. Okay. Aber mal wieder der Hagelsturm. Auch awesome. So, dann war es das mit dem. Und dann ist hier oben eine neue Hütte. Die gucken wir gleich noch. Ach, sieh an. Da ist sie. Die VM08 Kraxler. Sieh einer an. So, jetzt ist die große Frage: Wem bringe ich Kraxler bei? Gucken wir doch mal. Damit setzen wir ihn ein. Ich glaube, ich bringe sie im YouTube bei. Erstmal. Also es wird nicht dabei bleiben. Ich werde Kraxler natürlich durch eine bessere Attacke noch ersetzen. Aber jetzt im Moment, wo wir eh nur so Sachen wie Kraft anschauen, was ich nicht brauche. Oh, Moment mal, die ist gar nicht so schlecht. Stärke 90. Eine stimmige Attacke, die den Gegner eventuell verwirrt. Sie lassen sich auch Felswände erklimmen. Okay, die scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Also besser als Krafttausch. Kraxler ist eine normale Attacke, dann hat Mewtwo jetzt auch erstmal eine normale Attacke. Passt mir eigentlich ganz gut. So, hier ist noch ein Ball. Es ist die VM-Hagelsturm und die werde ich garantiert nicht einsetzen. Mir reicht der Hagel hier erstmal. So, ich gucke noch ganz schnell auf die rechte Seite. Ob wir hier nicht noch auf irgendeinen Typen oder auf einen Pokéball treffen. Es sieht im Moment nicht so aus. Da oben ist doch bestimmt noch irgendwas, oder? So, es ist ein Pokéball, haben wir da noch. Es ist ein Sonderbonbon. Na, ist der schön. Die Sonderbonbons werden wir im Übrigen alle nur ganz am Anfang. Das ist schon wieder so ein komischer Drehfreak hier. Also wenn der schnelle Skifahrer war, was ist dann er? Und hier ist noch eine Hütte. Und noch ein Gegner. Na, dann werden wir mal Folgendes machen. Wir werden jetzt... Ah, da ist auch noch ein Gegner. Wo waren die Hütte? War die noch... Nee, hier geht's noch weiter nach oben. Ich möchte jetzt in die Hütte gehen und mir die angucken. Dann, ja. Ach, weil wir gucken uns jetzt erstmal die Hütte an. Dann reden wir weiter. So. Guten Tag. Während ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich meine VM verloren. Wenn ich doch nur die versteckte Maschine Kraxler noch hätte, dann könnte ich die steilsten Berge erklimmen. Seufz. Hä, was ist das denn? Du hast die VM Kraxler gefunden? Ich hatte sie bereits als verloren aufgegeben und nun kommst du. Bitte behalte sie und nutze sie gut. Mein Gott, ich hätte sie auch dir einfach geben können. Ich habe sie mir schon beigebracht. Ich mag deine Ehrlichkeit. Da habe ich hier noch eine Belohnung für dich. Okay, das wird immer besser. Frosttafel. Na, die versteckte wohl Eisattacken, ne? Um Zeit und Raum miteinander zu vereinen, wurden drei Wesen geboren. Ja, ist ja schön. Ja, vielleicht ist sie so alt wie der Anti-Sinus-Slimes. So, wir setzen uns jetzt mal noch ein bisschen zu ihm, sagen erstmal danke für die Hilfe. Ich sag danke für 101 Pokémon-Folgen und verabschiede mich für diese Folge. Wir werden in der nächsten Folge die beiden Trainer bekämpfen, die wir da gesehen haben und werden uns weiter den Weg nach Blizzard durchschlagen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Bleibt dran!